England gegen Kroatien. Bei dem ein oder anderen Fußballfan wird es da noch in den Ohren klingeln. Ja, das Duell gab es bei der Weltmeisterschaft 2018. Kroatien fand mit einem 2:1 nach Verlängerung gegen England den Weg ins Finale. Dort unterlagen sie dann, aber die Engländer haben sicherlich noch eine Rechnung offen. An diesem Sonntagnachmittag das Spiel im Wembley Stadium. Heimspiel also wortwörtlich für England. Kroatien aber auch mit guten Menschen besetzt da im Aufgebot. Aber mit solchen Fehlern bringt man sich einzig und allein in Bedrängnis. Kane zu Marcus Rashford. Und so schnell kann es gehen. 8. Minute, 1:0 für England. Das Wembley Stadium tobt, weil Kroatien nicht von Beginn an hellwach war und den Ball im Mittelfeld verliert. Es geht ganz schnell über Harry Kane in die Spitze zu Marcus Rashford. Der hat zu viel Platz. Die Grätsche von Lovren, sie kommt dann zu spät. Und der Ball, er ist einfach zu wuchtig aufs Tor gebracht. Da kann man dann als handelsüblicher Keeper nicht mehr viel machen. Super Auftakt also für die Gastgeber. Kroatien musste damit erstmal zurechtkommen. England hatte das Selbstvertrauen definitiv jetzt auf der eigenen Seite und spielte weiterhin guten Fußball nach vorne. Rice zu Harry Kane aus der Drehung. Das 2:0 deutlich aktuell näher als der Ausgleich von Kroatien nach vorne. Relativ wenig. War unter dem Strich dann nicht die ausgeglichene Partie, die man möglicherweise hätte erwarten können. Eckball. Trippier bringt den irgendwie in den Strafraum, verliert den dann. Mason Mount bleibt aber dran. Und Raheem Sterling hat noch eine Idee. 20. Minute. Es kamen die Einschläge näher. Doch das zweite Tor wollte noch nicht fallen. England extrem bissig. Richtig motiviert. Aber noch wollte der Ball nicht ein zweites Mal ins Tor. Livakovic hatte etwas dagegen. Noch vor der Pause ein weiteres Mal die Engländer. Flanke, Sterling per Kopf. Aber vorbei. Links am Tor. Dass es nur 1:0 stand, ja, hatte eben mit dem kroatischen Keeper zu tun. Aber auch mit der schwachen Chancenverwertung. Das war schon fast fahrlässig. Man hätte hier komfortabler führen müssen. Kurz vor der Pause noch einmal England. Wieder lässt ihn durchlaufen durch die Beine. Sterling quer zu Harry Kane und die nächste Parade. Was war denn bitte hier los? 1:0 als Zwischenergebnis. Eigentlich ein Witz nach diesen 45 Minuten. Aber der Abschluss, er hatte es noch nicht so richtig in sich. Und Livakovic machte vielleicht auch eins der besten Spiele seiner Karriere. Ohne übertreiben zu wollen, das waren Monsterparaden mitunter. Pickford bislang nahezu unbeschäftigt. England konnte zufrieden sein, einzig und allein das Zwischenergebnis hätte deutlicher ausfallen müssen. Wir springen in den zweiten Durchgang. Harry Kane mit dem Ball zu Rashford. Kein Abseits, Marcus Rashford. Es ging also zunächst mal genauso weiter. England drückte immer weiter auf die Tube. Kroatien war mitunter überfordert, konnte nicht viel dagegen anrichten. Doch die Three Lions hatten es noch nicht vorzeitig entschieden. Sie drückten aber weiter, über eine Stunde schon gespielt. Harry Kane, aber jetzt muss es das doch sein. Es war es aber nicht. In der 64. Spielminute und da kann man dann auch ein Stück weit verzweifeln, wenn selbst solche Bälle nicht drin sind. Harry Kane, die macht er normalerweise mitten in der Nacht, wenn man ihn weckt und dann noch die Augen zubindet. Aber es sollte sich im Endeffekt nicht mehr rächen,
weil Kroatien nicht mehr nach vorne kam, nicht mehr entscheidend zum Abschluss kommen konnte. England gewinnt durch das frühe Tor von Rashford mit 1:0, aber es hätte wirklich locker 3-4, gar 5-0 ausgehen müssen. England wird mit den 3 Punkten zufrieden sein und damit ist erstmal ein Haken dran an dieser Partie.